So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute wollte ich mal ein bisschen was darüber erzählen, was bei mir so abgeht in letzter Zeit. Weil, ja, ihr habt ja gesehen, die Woche kamen nicht so regelmäßig Videos. Wie eigentlich erwartet, Dienstag kam kein Video, Donnerstag kam eins, aber auch irgendwie noch später erst, glaub, weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, was da abging bei mir. Zurzeit habe ich einfach viel um die Ohren und schönes Wetter, da zocke ich nicht mehr so, hock nicht mehr so hart am Laptop wie im Winter. Aber jetzt ist endlich mal wieder Sommer, Leute, endlich. Ohne Scheiß. Es freut mich so. Kann man endlich mal wieder rausgehen und so. Und dann habe ich jetzt morgen, habe ich auch noch Delf-Prüfung. Französisch Prüfung, so eine Vorprüfung, keine Ahnung wie man es nennen mag, aber ja, Französisch ist ja auch mein Lieblingsfach, deshalb ist es so, brauche ich da eigentlich nicht lernen. Ne, Spaß Leute, natürlich ist es nicht mein Lieblingsfach, Französisch ist das größte Scheißfach, habe ich ja schon mal im Video erzählt, könnt ihr euch noch reinziehen, wenn ihr wollt, das Video. Ich verlinke es einfach mal unten in der Infobox. Und ja. Es war einfach so scheiße. Ist einfach so scheiße, meine ich. Keine Ahnung. Da muss ich mündliche Prüfung morgen machen. Am Montag und Dienstag schriftlich. So eine Scheiße, Leute. Wisst ihr? Ah, keine Ahnung. Schaut euch einfach das Video an, wo ich über meine Lehrerin da laber. Dann wisst ihr, was abgeht in Französisch bei mir. Ich verlinke es ganz oben in der Infobox einfach. Dann passt es. Und ja. Ich denke, jetzt wird auch mal Zeit, dass ich mal Facecam-Videos mache. Keine Ahnung, habt ihr eigentlich richtig viel mehr Bock drauf, als auf, keine Ahnung, auf hier solche Videos wie jetzt. Wie ich jetzt hier mache. Also, wird demnächst vielleicht mal ein Vlog kommen, keine Ahnung, ein bisschen, keine Ahnung, muss ich noch überlegen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, ob ihr Bock auf ein Vlog habt oder so, oder Facecam-Video, dann mache ich das, weil ich hab Bock drauf eigentlich. Und ja, ja, Motorradfahren demnächst geht wieder. Meins wird repariert, es funktioniert dann bald wieder, nächste Woche. Reparieren wir es, glaube ich, und dann geht es wieder richtig ab, ey, ohne Scheiß. Motorradfahren ist das beste Hobby, das es gibt. Einfach das beste Gefühl, wenn man auf dem Motorrad taugt und bam. Ah, ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, ich hoffe es mal. Aber, ja, das war's eigentlich schon, was bei mir so abgeht. Denke ich mal. Lernen muss ich halt jetzt mal auch öfters mal, weil zweites Halbjahr hat ja auch begonnen gehabt, schon länger her. Und auf ein paar Fächern will ich mich schon noch verbessern. Verschlechtern habe ich jetzt nicht so vor. Französisch wird schwer, sich noch zu verbessern, aber mal schauen, was da jetzt dabei rumkommt. Letztens hat auch meine Lehrerin, meine Französischlehrerin, die ich ja so mag, nicht, die hat mich wieder so zusammengeschissen. Wenn ihr das hören wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann mache ich darüber noch eine Real-Life-Story. Story hier. Wenn ihr das hören wollt, was sie so alles gesagt hat, hat mich so voll beleidigt und so. Aber wenn ihr das hören wollt, lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Genau, und Leute, jetzt stehen wir ja schon fast vor den. Was heißt fast? Wir stehen kurz vor den 200 Abonnenten, ey. Richtig geil, Mann. Ohne Scheiß, hätte ich nie gedacht. Und ja. Richtig geil, wenn wir es ja diese Woche dann noch schaffen würden. Oder nächste, jetzt ist Sonntag. Ja, genau. Sagt euren Freunden einfach mal Bescheid, sie sollen bei mir vorbeischauen. Und wenn das Ganze hier gefällt, den gefällt, dann sollen sie einfach mal ein Abo da lassen. Dann passt es. Und ja, demnächst Facecam-Videos.
Zocken werde ich wahrscheinlich nur noch, wenn schlechtes Wetter ist. Ein paar Gameplays habe ich noch auf Lager. Aber nicht mehr so viele. Aber wir sehen, was kommt. Das werde ich schon hinbekommen. Bock habe ich noch auf YouTube. Also da keine Angst, wer das denkt. Aber ja, manchmal halt einfach nicht die Zeit, weil ich bis abends draußen bin und dann lernen muss vielleicht noch. Habe ich einfach nicht die Zeit, noch ein Video rauszuhauen, weil es dauert ja auch lang genug, eins zu machen. Und ja, jetzt gehe ich da jetzt dann gleich noch raus. Schönes Wetter, Sonnenschein, genießt die Sonne, Alter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, auf was ihr Bock habt und ob ihr Bock habt auf die Real Life Story. Und ja, bis zum nächsten Video, Leute, und ciao.